Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, die beiden neuen Einspritzmodelle von KTM und von Husqvarna mal ausgiebig auf unserem Testgelände zu testen. Als allererstes die 250, die 250er Version in KTM und Husqvarna. Und da wollen wir euch mal ein kleines Feedback geben, was von den beiden Motorrädern nun besser ist, was ist vielleicht ein bisschen schlechter und wie sie sich allgemein nochmal fahren lassen. Ein paar kleine Details noch, und zwar haben beide Modelle jetzt die Einspritzanlage mit Getrennschmierung. Man hat eben die Möglichkeit jetzt ganz normalen blanken Sprit zu tanken, man muss nicht mehr extra das Benzin vormischen. Das macht jetzt die Elektronik, die steuert dann dementsprechend, wie viel der Fahrer am Gashahn dreht, die Ölzufuhr und auch allgemein das Gemisch wieder dann selber so zusammenstellen, dass es passend immer ist. Wir haben die Motorräder hier bei einem Temperaturunterschied von vielleicht 10 Grad am Morgen und nachmittags waren es vielleicht 15, sogar 20 Grad mehr. Wir sind jetzt bei weit über 30 Grad hier mitten im Sommer und die Motorräder liefen vom Anfang bis zum Schluss so gut wie identisch. Also wir haben die gleiche Leistungsentfaltung gehabt, die Motorräder liefen unten raus schön satt, sanft und oben raus haben sie trotzdem genügend Vorschub gehabt, ohne zu magern zu werden. Ja, das erstmal ein kleines Feedback von mir. Wir haben gleich noch ein Interview für euch mit dem Patrick Strelo. Unser Fazit von Patrick und von mir, von den beiden 250ern Einspritzmodellen. Speziell, wenn man die auf derselben Strecke vergleicht, langsam fährt, schnell fährt, merkt man, dass die KTM allgemein etwas agiler zu fahren ist. Die Husqvarna kommt sich da ein bisschen oder kommt einem ein bisschen schwerfälliger vor, was aber das Fahren auch wieder stabiler macht. Ja, aber eben wie gesagt, gerade wenn ein engen Parcours etwas weniger Agilität bietet. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei beiden Modellen, egal ob es nun die KTM oder Husqvarna war, bei den Öleinfüllstutzen läuft durch die Erschütterungen das Mischöl aus dem Behälter raus. Also man sieht eindeutig, was ihr auch im Video gerade seht, dass da das Öl, ja, einfach trotz, dass der Deckel geschlossen ist, das Öl da rausläuft. Da denke ich, fehlt mal eine härtere oder eine bessere Abdichtung, dass wirklich das Öl da nicht rausläuft. Ja, ansonsten, Patrick, was hast du denn noch? Was ist dir noch aufgefallen? Ja, also was das Fahrverhalten angeht, kann ich mich dir eigentlich nur anschließen. Ich fand auch, dass die KTM um einiges agiler war, allerdings dadurch auch gleichzeitig wieder ein bisschen unruhig. Und für einen unerfahrenen Fahrer ist die Husky vielleicht da ein bisschen besser, weil die halt doch etwas stabiler ist, zwar nicht ganz so handlich, aber die läuft halt schön ruhig. Was uns auch noch aufgefallen ist, gerade wenn man so durch extreme Passagen fährt, sind die Griffmulden. Die sind halt bei der KTM sehr gut angebracht. Man hat ja auch schönen Hebel, dass man das Motorrad mal hinten rumheben kann. Bei der Husqvarna ist das nicht ganz so schön gelöst. Das ist dann eher schwer, das Motorrad rumzuheben. Genau, ist einfach ein bisschen schmaler, die Griffmulde, und wahrscheinlich auch ein bisschen weiter vorne kommt es einem vor. Ja. Man kann schlechter anpacken, das Motorrad, um hinten mal rüber zu heben. Das ist definitiv bei der KTM besser gelöst. Ja. Was hat man noch zu Unterschied von den Modellen? War dir noch irgendwas aufgefallen? Speziell fahrwerkstechnisch, PDS-Umlenkung nochmal? Ja, so wie auch bei den 300ern ist es halt hier auch so, dass das PDS ein bisschen unruhiger läuft als die Umlenkung. Ist aber halt Geschmackssache, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Aber generell fand ich eigentlich, dass beide Motorräder im Wald, also wenn man jetzt viel im Wald fährt, so, dann reicht das Fahrwerk schon aus, auch von Reserven. Wenn man jetzt aber auf der Motocross-Strecke wählte oder vielleicht mal im Sand fahren, dann
reicht das Fahrrad dann auch nicht mehr. Also das sollte man dann schon mal in härtere Federn oder genau, ähnliches also investieren. Als Sportfahrer dann eventuell ein progressiveres Fahrwerk wählen. Ja. Aber ich sage auch, über die Wurzeln zum Enduro-Fahren ist es wirklich super gut eingestellt, finde ich. Hat ein gutes Ansprechverhalten, eine gute Harmonie zwischen vorne und hinten bei beiden Modellen, bei der KTM und auch bei der Husqvarna. Funktioniert es wirklich sehr gut. Eine Sache noch. Wir haben bei der Husqvarna einen Mapping-Schalter vormontiert, wo zwei Stufen einstellbar sind. Ist dir da was aufgefallen? Ja, also man merkt schon einen Unterschied. Ich fand jetzt persönlich sogar bei der Husqvarna das sanftere Mapping schöner, da es gerade heute früh sehr glatt war auf der Strecke und nicht viel gebracht hat, wenn man halt viel mit Drehzahlen gefahren ist. Man musste das Motorrad eher untertourig fahren. Da fand ich den schöner. Allerdings finde ich den Mapping-Schalter jetzt nicht so wichtig. Also ich würde jetzt nicht auf der Sonderprüfung oder mitten im Rennen wahrscheinlich anfangen, das Mapping zu wechseln. Bei der KTM ist halt keiner dran, aber dadurch mache ich mir halt auch keine Gedanken darüber. Ich fahre vermisst ihn auch im Endeffekt auch nicht. Ja. Ist vielleicht hilfreich für einen Hobbyfahrer, der einfach ein sanfteres Mapping haben will und dann das umschaltet damit und kommt bei schlammigem Untergrund einfach da ein bisschen besser zurecht. Im Endeffekt. Ja, okay, das war unser Feedback zu den 250er und Einspritzmodellen 2018 KTM und Husqvarna. Vielen Dank, Patrick, dass du als Tester mit zur Verfügung standest. Ich bedanke mich. Bitte. Und wir wünschen dir viel Erfolg bei den nächsten Rennen. Jo.